Guten Morgen, Leibeheimlicher Vater, im Namen Jesu Christi, komm ich nicht dir, und ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für deine Güte, für deine Liebe, du bist ein wunderbarer Gott. Und ich bete dir, dass du an diesem Tag dein Benanswort anredest. Halb uns die Worte verstehen, halb uns die Leibe. Halb dort, wie die real erleben, nicht bloß eine Religion, sondern dass wir eine Beziehung mit dir haben, das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Wenn wir von Gerechtigkeit reden, wenn die Bibel von Gerechtigkeit redet, dann sind die dort, was Menschen für gerecht halten und was Gott für gerecht hält, so weit voneinander, dass die überhaupt gestorben kommen können. Wenn man wieder lernen, von Gottes Blickwinkel der Gerechtigkeit zu verstehen, in der Bibel redet uns so sehr viel von der Gerechtigkeit. Das heißt in Kapitel 21 von Vers 18, die Gerechtigkeit wird siegen. Nicht den Ehrlichen, sondern den Gottlosen trifft das Unglück. Also Gerechtigkeit wird siegen. Wenn wir das Dresche dann, dann wird Gott uns bestohlen und wir werden Sieger. Wenn wir falsch handeln, dann trifft uns das Anleid, sag ich das. Dem Gottlosen trifft das Anleid. Dann sag ich das wieder in Vers 22, wer freundlich ist und anderen gerecht behandelt, hat ein erfülltes Leben. Er findet Anerkennung und Ehre. Also hier redet er wieder von Gerechtigkeit. Also freundlich sein, und andere gerecht behandeln. Das ist jaft ein erfülltes Leben. Wie wichtig ist das? Wie schwer fällt uns das vorkommen? Und ich glaube, wir machen uns da überlegen, was ist gerecht? Was ist für Gott gerecht? Handeln wir gerecht mit unseren Mitmenschen? Sehr wie freundlich und gerecht in unserem Handeln, wenn es dann, wo wir ein erfülltes Leben haben, verspreitet die Bibel uns. Der Kluge kann sogar eine gut bewachte Stadt erobern und alle Befestigungen niederreißen, auf die sich die Einwohner verlassen. Überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Seid gleich wie über alles. Erster Timer von Dog, gereicht seine nur den Maßstäben Gottes. Macht Gott uns daran helfen, macht wieder das Erzahnen, und jeder hat eine andere Situation. Aber ich glaube, um das Erzahnen braucht wie Ehrlichkeit. Dass wir mit uns selbst ehrlich sind, wie uns fragen. Wo dort sich andere behandeln, wo dort in der biblischen Maßstäbe durchkommen. Und ich glaube, ich möchte doch immer nur denken, was denke ich, wenn ich andere behandle. Folge es uns, denke ich, so angereicht. Vielleicht soll uns handeln ein bisschen besser, aber uns denke ich viel, und uns denke ich viel falsch. Das macht wie Ruth, alles, was nicht wertlich mit Gottes Gerechtigkeit übereinstimmt, dass man was in unserem Leben. Herr, wie weiter, dass wir da Erkenntnis brücken. Ich kann nicht fragen, nicht selbst sein, und ich bete von dort, dass du uns dort wisst. Und dass wir die Dinge erkennen, was dir nicht gefallen. Ich will dir nicht sagen, dass du was bei dir nicht durch kommen, Herr. Und ich bete von dort, dass du uns helfst. Ich bete, dass du zu uns redest und dass du uns in rechtschaffenes Wort schafft. Das bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.